Sind wir? Ja, es geht los, es geht los, es geht los. Was geht ab? Uhuhu, herzlich willkommen, Red Dead Redemption. Oh. Es geht los, es geht Rockstar los. Games präsentiert Red Dead Redemption 2. Oh yeah. Kapitel 1. Colter. Sean, Mac, they may be okay, but we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground in their stead, I'd do it. Gladly. It's God. Over there! Four of them! Alter, das ist ja voll schwer. Wo ist er hin? Nein, nicht laufen lassen. Okay. Und wie lange zockst du schon? Wie gefällt dir der Anfang? Wie ist dir alles ein? War der Anfang schon mega gut? Ja, ich zocke jetzt vielleicht gerade, weiß ich nicht, 10 Minuten. Der Anfang ist schon ganz geil. Ich muss sagen, ich zock hier auf so einem ganz beschissenen alten Fernseher. Und von daher sieht das hier auf dem Fernseher nicht ganz so gut aus. Es sieht schon gut aus, auf jeden Fall. Wenn ich es jetzt auf meinem Monitor spielen würde, wo der Chatverlauf läuft und all so ein Kram, da wird es, glaube ich, nochmal eine Nummer besser aussehen. Allerdings habe ich es mir ein bisschen schöner vorgestellt, muss ich sagen. Also es ist jetzt natürlich Kritik auf höchstem Niveau, ne? Und man kann jetzt noch nicht wirklich irgendwas sagen. Ich meine, es ist Winter. Ich hasse den Winter, Digga. Ich hasse ihn. Nicht der Winter, Roy. Wie kannst du nur... Jetzt sag mal nicht, du magst den Winter. Digga, was gibt's denn Schönes an Winter? Es ist einfach nur... kalt. Es regnet andauernd. Also ich weiß ja nicht, hast du schon mal einen Winter in Hamburg verbracht? Wir haben immer nur so ein bisschen Schnee und das ist dann Matsch. Ich hasse die Wärme, liebe die Kälte, hasse Sonne. Was stimmt mit dir denn nicht, ey? Es gibt doch nichts Geileres wie heiße Tage und schön irgendwo ans Meer, Urlaub, Beste. So. Alter, was geht ab? Was muss ich machen? Find out what they're doing here. And where Colm is. With the others. At an old mining camp southwest of here. Near the lake. Hä? Da kommen wir doch her. Maul! Halt's Maul! Maul! Ich will ihn noch ein bisschen schlagen. Bitte verschon mich. Halt's Maul! Ja, ich lasse ihn jetzt am Leben und er läuft zu seinen Kollegen, warnt die und bla hin und her. Nee, ich kenne das. Nee. Und Roy, kannst du mit Pferden? Digga, ich mag Pferde. Auf dem Campingplatz haben wir auch eine gute Freundin, die hat auch ein eigenes Pferd. Da war ich auch mit Talisa reiten und ich bin auch mal geritten. Ey, das macht derbe Spaß. Och nö, komm, Digga. Bei Frauen hört der Spaß auf. Das möchte ich nicht. What's your name, Miss? Miss. Adler. Adler. Adler? Was ist das denn für ein Name? He was my husband. Ah, die Leiche auf dem. Ich weiß nicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also es kommt doch mal drauf an. Du kennst mich ja, Kim. Ich bin immer für Gerechtigkeit. Wenn man mir ans Bein pisst, dann werde ich unangenehm. John. Also suchen wir jetzt nach John Marston, den wir im ersten Teil gespielt haben. Was? Hoffe, man kann auch auf einen Esel reiten? Wie kommst du denn da drauf? Wie bei Schuhe? Ja, die PC-Version. Ich glaube, die würde ich mir sogar auch nochmal holen, weil...
Ich glaube, auf dem PC sieht das richtig mega aus. Aber es sieht doch schon ganz geil aus, ne? Also, zieht euch mal rein, wie sich der Schnee bewegt. Beim Pferd, also die Pferdespuren. Komm, Pferdchen. Come on, boy! Meinst du, man kann Kühe melken? Digga, Kim, was ist los mit dir? Stellst du mir für dumme Fragen, Alter? Was weiß ich? Vielleicht kann man ja auch mir die Eier kraulen lassen, Digga. Vielleicht geht das ja auch. Nur so richtig schön, saftig, schön kneten lassen. Vielleicht geht das auch, ey. Meinst du, glaubst du, man kann mir... vielleicht kann man ja irgendwie eine Kutsche fahren und wo hinten drauf ein MG wäre. Das wäre fett. Also ich finde auch, die Steuerung ist echt schwerfällig. Also... Oh, beinahe hätte ich ihn in seinen Rücken geschossen. That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but good to see you, Arthur Morgan. You don't look so good. I don't feel too good neither. Freezing. Don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. Ja, mal genau, das ist der John Marston aus dem ersten Teil, also die Hauptfigur, die man gespielt hat, ne? Jo, Wölfe! Das ist auch Essen! Alter! Digga, die Mistviecher haben mich voll gebissen. Ich bin ganz schön gehypt, ey. Von... Was? Ups, habe ich ihn gerade im Rücken geschossen? Oh, habe ich ihn wieder in den Rücken geschossen? Ich glaube, man kann später bestimmt auch mit Ressourcen hier die ganzen Gebäude aufpimpen, dass das hier wie so eine kleine Stadt wird. Okay. Kann ich die knallen? Hoffentlich nicht, sagt er. Also als erstes nehme ich mir auf jeden Fall den Typen auf dem Turm vor, weil der hat natürlich eine heftige Position. Oh. Okay, das mit Entdeckung ging, klappt noch nicht so ganz. Jetzt könnte ich ja eigentlich theoretisch da hoch. Ja, hoch. Entdeckung gehen. Bam. Bam. Flankieren, wie wir das gelernt haben bei der Bundeswehr alle, ne? Deckung. Und von hinten. Batz. Batz. Alter, war das gut? Wer schießt denn da jetzt schon wieder? Werde ich beschossen? Von wo werde ich denn beschossen? So, das bedeutet... Dup, dup, dup. Stellung halten, Alter! Vorrücken! Batz! Kentucky Bonbon, Alter, da könnte ich mir glatten Whisky einschenken, wenn ich das so hier spiele. Geil! Aber natürlich, Alkohol ist immer schlecht, Leute. Trinkt kein Alkohol. Geil! Fange ich mit dem Lasso? Wie mache ich das denn? Batz! So, Verstauung stand da. So. Are you trying to test me? Is that it? Because I will break every bone in your body. I'm sorry. Okay. Not one more goddamn word. Am I clear? Okay. That's two bones right there. Also allgemein alle Rockstar Games wie Red Dead Redemption 1 und GTA sind alle in Englisch und alle mit deutschen Untertiteln. Don't hurt me, please. Oh, don't worry. They're real. Die sind alle echt nett. Allgemein, Gewicht perfekt, normal. Ach, man kann auch zunehmen und dick werden, oder was? Was mit dir? Ist Mucken, oder was? Ja, besser ist.
Besser ist für dich. Verbundenheit gesteigert. Ja, siehst du, so einfach geht das. Was denn? Mach doch. Aha. Alter. Geil, oder? Dein Gang sieht eher aus wie der von Gollum. Spasti. Irgendwie habe ich das dumme Gefühl. Und den mal in die Hand hier. Siehst du, da habe ich mir gedacht, das ist ein Bär. Echt? Arbeitest du in der Küche? Der geil, Dicker. Oh, schön wild. Ne, ich liebe ja auch Kaninchen und sowas. Oh, Kaninchen, bestes Fleisch ever. Mein Opa hat früher Kaninchen gezüchtet und jedes Wochenende gab's Kaninchen. Jedes Wochenende. Oh, schön mit Rotkohl und Kartoffeln. Schöne Steinpilzsoße dazu. Oh, ich krieg richtig Hunger jetzt. Du bist Vegetarier? Ey. Also das mit dem, Spaß, du machst mal. Achso. Ich dachte schon. Freunde der Sonne, also wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann lasst ein Abo da und die Glocke nicht vergessen. Also haut rein, bis dann, Batz! Oh, that's hot, that's hot.